Anstoß jetzt zur Partie. Der erste FC Saarbrücken schießt erstmal zurück zu Kehl Gomez. Der mit dem Diagonalpass auf die linke Seite. Da Seite Mendler als Linksfuß. Der kommt jetzt wahrscheinlich wieder reingedreht Richtung Torwart. Schauen wir mal. Kommt nicht schlecht an den langen Pfosten. Kommt ja! Ja! Klasse! Flugkopfball! Müsste Jakob gewesen sein. Das ist das 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Und da steht die Abwehr von Hoffenheim total statisch rum. Und Zeitz rennt rein, schmeißt sich in das Ding und der Ball schlägt per Aufsetzer unten links im Eck ein. Und du sagst, es war Manuel Zeitz. Ja, entweder der fischt ja so ein bisschen Haie und wir fischen für euch da draußen hoffentlich heute 3 Punkte. Also sei gegrüßt. Jetzt der Ball gelandet im Mittelfeld. Das könnte jetzt schnell gehen. Über Jakob, da kommt aber nicht der Ball. Aber trotzdem, Mendler beim Abseits. In Richtung Mendler, der ist nicht im Abseits, alleine vom Keeper. Und sind im Mittelfeld angelangt. Aber der FCS steht da nicht schlecht. Jetzt mal Kessel in der 1 gegen 1 Situation. Lässt sich überspielen. Jetzt kommen die Hoffenheimer jetzt in den Strafraum. Jetzt wird es gefährlich. Und Batz ist da. Eckball zwar, aber macht er sich schön breit. Ja, am kurzen genau. Bleibt lang stehen. Die Herren auf dem Platz und haben sonst nichts zugelassen. Ja? Und nach vorne immer schnell und gefährlich. Jetzt Jurcha zum Beispiel. Macht das schön. Geht in den Strafraum mit dem Ball am Fuß. Ja! Und der ist drin. Der ist drin. Sehr schön, das war Mendler, wenn ich es richtig sehe. Jawohl. Jurcha setzt sich fantastisch durch links mit einem Trick. Ich glaube, den hat er sich selbst überlistet. Hat er gar nicht damit gedacht, dass der Ball dahin geht. Aber dann rennt er als schnellstes hinterher. Sieht in der Mitte den heranstürmenden Mendler. Braucht nur noch quer reinzuschieben. Super. Und Mendler aus vielleicht 5 Metern ins schon leere Tor. Knackig. Genauso habe ich es mir gewünscht. In den ersten 60 Minuten 2 oder 3 Tore schießen. Da sind wir jetzt schon im Soll. Vielleicht wird noch eins nachgelegt. Bis zur 60. Minute, vielleicht noch in der ersten Halbzeit. Und dann kannst du die hier heute natürlich packen. Und schöner Ding. Pass auf Jennecke rechts raus. Hat wieder viel Platz. Der Sprung geht weg, statt anzugreifen. Der kommt rein. Und ja, nein, das muss es doch sein. Ja, wohl unter der Woche gesagt, ich gewinne Fehler lieber. Unterstellen. Ich gewinne auch gerne 7-6. Oh, jetzt vielleicht nochmal der FCR. Schön auf Jennecke raus. Genau. Und im Zusammenspiel mit Holz kriegst du den noch. Kriegst du den noch. Und der ist drin. Nein. Vorher Tor aus. Tor aus. Der Ball hinter der Tor aus wie gewesen. Aber wie der erste. Wie der erste FC Saarbrücken zu nehmen. Jetzt mal schöner Zug von Hoffenheim in die Spitze. Das ist wieder Gößwein. Und tolles Ding von Batz. In Ballbesitz. Langes nicht mehr zu spielen in der ersten Hälfte. 2-0 Führung in die Pause gehen. Das wäre lecker Sach. Und der Jurcha steckt durch schön in Richtung Mendler. Schade. Aber jetzt auf die Außenbahn spielen. Nee, Mendler probiert es direkt. Und er ist und dann Mendler legt sich nicht mit Mendler an. Das 3:0 für den ersten FC Saarbrücken. Rock'n'Roll. Der Jurcha verliert fast noch den Ball. Spielt dann den Mendler. Steckt noch Mendler. Spielt doch auf rechts außen. Aber nein, der Mendler hat den Lauf. Der weiß, was er kann. Er weiß es wieder. Und er macht es gut. Und dann links rein. Markus Mendler, FCS, führt jetzt 3:0. Ja. Christoph Taub, übernehmen Sie. Hey, guten FCS. 39. Spielminute. Durchschütze. Wieder unser Elfer. Markus Mendler. Du hast schon recht. Ein Saarbrücker Fan, der aussieht wie ich, ist gerade vorbeigekommen. Okay. Und es geht weiter. Diesmal mit Zeller. Der tritt an, wird gehalten, aber geht weiter durch wie eine Lokomotive. Steckt in die Mitte. Mendler! Das ist doch mal Mendler und noch ein Schuss. Und jetzt ist Jurcha am Ball. Steckt noch mal rein. Jetzt holt er den Eckball raus. Ja? Mal öfters antreten, der Kerl. Dann wird es auch besser laufen. Nee, es steht hier 3:0 für den FC. Das sieht richtig, richtig gut aus, was die Mannschaft da macht. Und auch, ja, ein privates Mittel aus der zweiten Reihe schießen wie eben der Mendler. Ihr wisst ja, ihr habt es ja vorhin geschüttet. Ohne Ende. Und dann hat der Zeit. Super Spiel. Und jetzt müsste er schnell gehen. Ja, da schickt er den Jurcha. Da schickt er die Gillian. Und er ist fast wieder zu schnell. Wie die Mannschaft ab. Ja. Dieses geile Menü von Gillian Jurcha. Der ist schneller als dabei. Der ist schneller als, ja, als ich. Ja, da zieht er ab aus 10 Metern. Und der Ball. Ja.
Sensationell. Aber die Hälfte vom Tor gehört auf Manu Zeitz, weil wie er das Leder erobert hat im Mittelfeld. Das war gigantisch. Und dieses geile Männchen von Jursa nagelt den Ball total komfortabel. Holt sich wieder den Ball zurück. Also auch die zweiten Bälle landen heute oft beim ersten FC Saarbrücken. Da stimmt wirklich alles. Einsatz, Spielfreude. Sieht richtig klasse aus. Freistoß ausgeführt. Menta dreht sich um die eigene Achse. Was gemacht. Links raus zu Sebastian Jakob, der schon 16 ankommt. Zieht ab! Links gleich ein, zwei Meter am Pfosten vorbei. Nächste Grün, keine gute Leistung, aber heute hat sich das deutlich verbessert bei unserem Kapitän und das freut mich besonders. Und jetzt gefährlicher Ball da vom Torhüter von Vriljaca, so wird er glaube ich ausgesprochen. Fast in die Füße von Sebastian Jakob, ist aber nochmal gut gegangen. Jetzt müssen wir hinten aufpassen, Hoffenheimer schon im Strafraum, aufpassen und da wäre es fast passiert. Ja, dickste Möglichkeit. Hier. In Halbzeit 1, 1-0, Zeit 2 und 3-0 war Mendler, 4-0 Gillian Jurscha. Hoffenheim jetzt im Ballbesitz. Linke Seite, werden aber direkt wieder gestört. Gut, und jetzt ein Tacken zu weit für Mendler. Der wird da durchgestartet. Amadi stattdessen im Ball. Ja, da muss der Bundesliga zugreifen, weil die sind jetzt wieder am Strafraum, die Hoffenheimer. Gerlinger, das ist zu einfach momentan. Das ist zu einfach, da durchzukommen. Ja, Abschluss von Ekene. Das war gefährlich. Ball noch immer heiß. Am Strafraum, die Hoffenheimer ziehen ab. Aber der Ball kullert dann nicht. Ball, vielleicht chippt er den jetzt rein. Nee, legt einfach nur quer rüber zu Kiel Gomez. Der auf Zellner, der ist auch schon in der Hälfte. Der Hoffenheimer, Mjotke bietet sich da an. Nochmal kurz gespielt. Oh, Mendler schön gesehen außen. Da hat sich der Ngudika versteckt und kommt zur Flanke an den Elfmeter vom Kopfball. Oh, an die Latte. Und nochmal. Ja! Tor für den ersten FC Saarbrücken. Mjotke war es. Der Ball geht an die Latte und fällt dem Mjotke auf den Kopf.